Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns hier beim 24. Schützenfest, nicht beim 74. Schützenfest, wie es angesagt worden ist, in Köln, Roggendorf, Tennhofen, heute am Dienstag, den 9.8., beim Umkrönungsakt in der Kirche und auch später Verabschiedung im Festzelt. Hier wird gerade der alte König verabschiedet und entkrönt mit seiner Links in einen Festgottesdienst. Dieses ist bei manchen Bruderschaften auch so, dass das in der Kirche stattfindet, dass die Umkrönung vor der eigentlichen Hauptkrönung im Festzelt stattfindet. Ja, Brauchtum und Ton, Brauchtum und Tradition in Bild und Ton waren vor Ort und für sie die Höhepunkte erstmal zusammengefasst von circa knapp 14 Minuten einzufangen. Die Bruderschaft St. Johann Baptist ist 1992 neu gegründet worden und feiert daher nächstes Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Und davor hieß die Bruderschaft St. Hubertus Schützen. Das war von 1927 bis in den 90er Jahren. Hier wurden jetzt gerade die alten Würdenträger abgekrönt und jetzt gleich werden die neuen Würdenträger gekrönt. Die Weihung der Insignien. Und jetzt werden hier die Jungschützen und Pagenprinz und Schützenkönig gestellt vom Artillerie Zieltzug aus Roggendorf Tennhofen. Ja, wir haben teilweise auch mal verschwommenes Bild, aber wir sind jetzt schon wieder nach der Messe draußen. Leider fing es an, in wenigen Minuten auch leicht auch anzuregnen. Man wollte jetzt nicht unbedingt nass werden. Deswegen wurde die Parade kurzfristig abgesagt und es ging dann gleich auch sofort ins Zelt. Man sieht den neuen König beschwingt. Das Ständchen entgegen, es ist ein Lied über Roggendorf, was halt die Schützen auch dort singen. Ja, hier sieht man sehr schön die neuen Würdenträger und dahinter die alten, die aber noch nicht ganz entkrönt sind. Erst endgültig werden sie im Festzelt verabschiedet. Hier geht der Festzug ohne Parade jetzt direkt Richtung Zelt, zum Festzelt. Ja, wenige Zuschauer waren auch vor Ort, nicht unbedingt so viele wie am Wochenende, weil es ja auch ein Arbeitstag ist.
aber das kann man nicht nehmen, wie man es gerne hätte. Jetzt ziehen sie auf das Festgelände Richtung Festzelt. Der erste Rudermeister, Ingo Schauf, gerade im Bild zu sehen. Ja, und jetzt kommt auch die Alten und auch dann gleich. Ja, jetzt sind wir schon im Zelt. Leider muss ich sagen, das Zelt war doch halt nicht so besucht, wie man das eigentlich auf Krönungsbälle kennt. Was halt sehr schade ist. Naja, weil das an Anfang der Woche liegt, ist es wahrscheinlich immer so, dass solche Brauchtumsfeste weniger besucht sind oder auch noch die Urlaubszeit. Ja, jetzt sehen Sie auch schon die neuen und alten Würdenträger auf der Empore. Begrüßung der einzelnen Gäste und Würdenträger durch den ersten Brudermeister Ingo Schauf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte Sie, wenn das Bild nicht so ist, wie Sie es eigentlich von mir gewohnt sind, so klar. Es ist eine Zusammenfassung und die kann nur übertragen werden und später nochmal auf Kamera übersetzt wird, damit ich Ihnen die Möglichkeit, diese Zusammenfassung auch so zeigen kann, was am späten Nachmittag bis zu den späten Abendstunden hier in Köln-Roggendorf, Tennhofen zum 24. Schützenfest passiert ist. Hier werden die Pagen, Prinz, Prinzessin oder Prinz verabschiedet und gekrönt. Das ist der neue Pageprinz. Die ehemalige Pageprinzessin wird verabschiedet, weil als auch aus Zeit gering muss das sehr früh passieren. Also noch nicht so spät. Ja, es waren halt doch einige Zuschauer da, nicht nur Schützen, ja auch Angehörige. Es kamen auch ein oder andere auswärtige Bruderschaft vor Ort. Hier wird die Schülerprinz vom Musikzug aus Roggendorf auch verabschiedet, die jetzt endgültig wieder rein sich mit dem Musikzug, ihrem Musikzug widmen kann. Ja, auch hier der Jungschützenkönig mit seiner Begleitung. Auch er wurde jetzt endgültig im Festzelt nochmal verabschiedet. Der auch halt zu diesem Musikzug aus Roggendorf, Tennhofen ist. Ja, das alte Schützenkönig war, dass seine Schützensession gut gemeistert hat, gut rübergebracht hat, auch halt im Tamburchor aktiv tätig. Bernd und Verena. Ja. Und das ist der neue Jungschützenkönig
der des kommenden Jahr 2016, 2017 sein Jahr mit seiner Partnerin hat, hier bei der St. Johann Baptist Bruderschaft von 1992. Nächstes Jahr zum Jubiläumsfest, zum 25-jährigen Bestehen, eine junge Bruderschaft. Ja, und jetzt kommen wir zum neuen Schützenkönig aus Roggendorf, Tenhofen, der St. Johann Baptist von 1992, Michael Buchner und Petra Buchner. Ja, beide sind irgendwie auch selber Würdenträger. Sie aber noch in einer anderen Bruderschaft, wo sie der König ist. Und er dann die Begleitung ist umgekehrt. Und hier ist es, ist er König und darf nächstes Jahr zum 25-Jährigen bestehen. Das Schützenfest mit seinen Schützen feiern. Hier, wie gesagt, haben die große Gratulationschor von den Bruderschaften, ja, die nach und nach hier auf der Bühne die neuen Würdenträger beglückwünschten. Ja, ist wie gesagt schade. Sie sehen, das Zelt ist nicht mal halb voll, aber es liegt an der Zeit und auch wahrscheinlich, dass viele doch von Dienstag auf Mittwoch wieder arbeiten können und nicht unbedingt ein solches Ereignis wahrnehmen können. Hoffen wir im nächsten Jahr, dass es besser war. Ich war vor 3 Jahren schon mal da und es war eigentlich sehr gut besucht. Es war gut ausverkauft, man hatte wirklich viel Platz. Und kann nur sagen, also es war wirklich, es hat sich gelohnt, nach Köln-Roggendorf, Tenhofen hinzufahren. Nicht nur wegen dem Schützenfest, auch wegen dem Schausteller, dem Gewerbe, ja, die ein historisches Fahrgeschäft haben, besonders eine Raupe noch. Ja, und hier kommen es zum Ehrentanz. Ja, der Jungschützen, der König mit seiner Königin, der Jungschützenkönig und der Schülerprinz durften die Ehrentänze hiermit eröffnen unter Fahnengeleit, wie Sie hier sehen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden auch in wenigen Minuten uns ausblenden und verabschieden uns dieses Jahr aus Köln, Roggendorf, Tenhofen vom 24. Schützenfest der Bruderschaft St. Johann Baptist von 1992 im nächsten Jahr zum 25. Mal hier Schützenfest endgültig ausrichten. Und auf Wiedersehen.